Hallo meine Freunde und willkommen wieder zurück hier bei Light and Shadow. Ja, wir gehen hier schon gerade im Dauermarsch kaputt. Oh. Ich habe überhaupt keinen Plan, wie das jetzt hier funktioniert. Ich habe mich jetzt noch gar nicht damit auseinandergesetzt. Oh. Ja, ich muss natürlich sagen, dieses Spiel ist schon so ein bisschen Frustspiel. Und wenn man jetzt ein paar Tage nicht gespielt hat, muss ich ja ehrlich zugeben, dann... Ach, verdammt. Man muss immer so viel überlegen. Wenn man ein paar Tage... Oh. Da bin ich gerade gegens Mikro gekommen. Wenn man ein paar Tage nicht gespielt hat, dann ist es wirklich... Gott. Ich bringe meinen Satz jetzt zu Ende. Dann ist es wirklich schwierig, wieder reinzukommen. Hä? Wieso löst sich das denn auf? Ich glaube, ich renne jetzt einfach mit dem hier vor. So, hier mit dem vorrennen. Ach, der kann ja nicht hüpfen. Stimmt ja. Ja, dann müssen wir das machen. Oh oh, ich merke schon, die Folge wird grauenvoll. Ich frage mich, ob das Spiel überhaupt zum Let's Playen geeignet ist, dadurch, dass es so zum Scheitern verurteilt ist. Und wir kommen jetzt schon nicht weiter. Wir haben, glaube ich, gerade mal ein Drittel dieser Kampagne, dieser Story durchgezockt. Gerade so. So, und erstmal warten hier. Puh, in den ersten Moment haben wir schon mal geschafft. Was müssen wir denn jetzt machen? Aha. Oh oh. Okay. Gut. Ich frage mich. Verdammt. Ich frage mich, wie man hier irgendwann rauskommt. So. Es läuft jetzt doch etwas besser gerade, habe ich hier das Gefühl. Der nächste Checkpoint. Ich frage mich, wo das jetzt hier hinführen soll. Verdammt. Ja, da wusste ich natürlich nicht, wo ich hinhüpfen muss. Nein, ich war doch drin. So. Ach, verdammt. Und ich muss mal ganz kurz... Ich vergesse in letzter Zeit immer, meinen Timer anzuschalten. Hä, wo sind wir denn? Sag mir nicht, wir sind jetzt wieder am Anfang hier. Nee, sind wir nicht. Jetzt bin ich hier gerade komplett durch den Wind. So. Ich befürchte mal, wir werden dieses Spiel niemals zu Ende spielen. Weil es einfach durch die Komplexität und die Schwierigkeit überhaupt nicht zum Let's Playen geeignet. Alter, geeignet ist. Genau das meine ich. Okay. So. Warten, warten, warten. Ah. Oh, cool. Oh nein, nicht cool. Verdammt. Ich befürchte sogar, das wird jetzt die letzte Folge, weil es einfach nicht wirklich geeignet ist zum Let's Playen. Man sieht, man muss sich echt konzentrieren und wenn man dann dazu noch moderieren muss,
Und ich denke mal, für den Zuschauer wird es auch nicht so spannend sein. Gah, Gott. Ich fasse es nicht. Ich meine, wir haben es jetzt hier irgendwie gerade geschafft. Wo auch immer wir hier sind. Ich habe keine Ahnung, ob wir jetzt wieder am Anfang sind. Ich glaube irgendwie ja. Mal sehen, wo uns der Weg hier gerade hinführt. So. Oh oh. Ja, schön. Wir sind wieder am Anfang. Da kann ich mich auch gleich umbringen. So. Einmal tief durchatmen. Verdammt, das ist doch zum Kotzen. Meine Güte, der war doch gar nicht mehr im Schatten hier. Es ist nicht mehr schön. Was ist das auch für ein beklopptes Level? Das hat ja... Was... Ich frag gar nicht mehr. Ah, und wieder genau an der Stelle. Ich fasse es nicht. Wir hatten es fast geschafft. Wir mussten nur noch zu diesem einen Punkt dahin. So, ich hüpfe jetzt hier ein bisschen auf der Stelle. Ich frage mich jetzt gerade, was das hier soll. Nee, Freunde, wisst ihr was? Sorry, an dieser Stelle, wir sehen es einfach mal als kleines Let's Test für hier die paar Folgen hier. Es wurde leider kein richtiges Let's Play draus. Es ist einfach nicht wirklich zum Let's Playen möglich. Es ist bestimmt ein gutes und nettes Spiel, aber man kann es nicht wirklich Let's Playen. Man muss sich megast konzentrieren, damit man es überhaupt schafft. Dann probiert man zusätzlich natürlich auch noch irgendwie zu moderieren, zu kommentieren. Und als Zuschauer frage ich mich dann irgendwo auch, inwiefern das noch spannend ist, das zu sehen. Also werde ich das an dieser Stelle beenden. Das ist jetzt hier leider nur, noch nicht mal eine halbe Folge geworden. Ist etwas schade, weil ich eigentlich dachte, das Spiel wäre ganz cool. Ich meine, ist es ja auch eigentlich, aber halt nicht zum Let's Play möglich. Das, weißt du, das wäre genauso, wie wenn du dir, was weiß ich, einen Film anguckst und das dann als Let's Play hochlädst, wo man gar nichts macht. Das ist vielleicht ein blödes Beispiel, aber hier macht man zwar was, aber man kommt nie weiter, man ist immer für sich gerade selber am Rätsel lösen und der Zuschauer sitzt dann da irgendwie davor und hat keine Ahnung, was jetzt in dem Kopf vom Spieler gerade vorgeht. Naja, und dieses komische Klackern im Hintergrund macht mich gerade auch verrückt. Es tut mir wirklich leid. War eigentlich gar nicht so schlecht, dieses Spiel. Habe ich jetzt schon mehrmals gesagt. Naja, ist jetzt auch egal. Wir werden uns bei einem der nächsten Projekte wiedersehen. Ja, bis zum nächsten Mal. Von einem weiteren Let's Play. Schaut einfach auf meinen Kanal. Da gibt es ja stets neue Sachen. Und ja, tschüss, auf Wiedersehen. Und mal nebenbei noch. Ist wirklich ein cooles Spiel, aber... ist halt nicht so Let's Play, ne? Also, tschüss jetzt, wirklich. Tschüss.